Hey, willkommen beim VH Golf. An die Uhrzeit zu denken, beim Pitchen, bei den halben Schwüngen, ist eine sehr gute Idee. Manche Golfer sagen, für 50 Meter nehme ich ein Sandwich, ich hole bis 9 Uhr aus und dann passt es. Aber was genau ist 9 Uhr? Wenn die Golfer über 9 Uhr spricht, dann meint er meistens seinen Arm, in welche Richtung der Arm zeigt. Da ist die 9. Und wenn er das wirklich umsetzt, jedes Mal mit 9 und die gleiche Schwunggeschwindigkeit verwendet und den Ball gut trifft, dann wird er sehr konstant sein in diesen schwierigen Halbschwungentfernungen. Aber wieder die Frage, wie komme ich dann in diese Position? Also ich habe 40 Meter zur mittleren Fahne und das ist bei mir Sandwich, 9 Uhr und dann genau gleich durchschwingen. Du musst entscheiden, ob diese 40, 50, 60 Meter Flugentfernung ist oder Gesamtlänge. Das ist abhängig von deinem Platz. Sind die Grüns bei dir hart? Sind sie weich? Ich denke Fluglänge. Wie ich das geschafft habe, in die richtige Rückschwungposition zu kommen und wie du das auf jeden Fall machen könntest, ist folgendes. Suche erstmal 30, 40, 50, 60, 70 Meter aus, was du möchtest und schlage auf das Ziel. Denke bitte nicht an Schwunglänge. Schlage, bis du einen Ball so richtig nah an die Fahne bekommst oder wenn der Ball richtig nah landet. Dann, wenn du es mehrfach gemacht hast, frag dich, was habe ich da überhaupt gemacht? Wie weit habe ich ausgeholt? Und dann wirst du sagen, 8.30 Uhr oder 11 Uhr oder 9 Uhr oder 10 Uhr. Ja, dann versuch mal diese Schwunglänge zu wiederholen. Gucke dann, wenn du diese Schwunglänge hast, ob der Ball immer noch die richtige Entfernung fliegt. Wenn das der Fall ist, bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg. Aber es ist nicht zu Ende. Du musst jetzt jemanden holen, der dich filmt, während du den Schwung machst. Und da wirst du sehen, ob das, was du denkst, du machst und was du wirklich machst, die gleiche Sache ist. Wenn es nicht der Fall ist, dann musst du erstmal ein bisschen korrigieren. Meistens muss man ein bisschen kürzer, als was man denkt, man tut. Und dann irgendwann wird es sein, dass du gefühlt und im Echt genau in dieser 9 Uhr oder 10 Uhr Position bist. Du wirst dein Tempo finden durch viel, viel Training und dann wirst du einen großen Vorteil gegenüber deinem Gegner haben. Du wirst dieser halbe, dreiviertel Schwünge besser können. Hoffe, dass das dir hilft. Wenn das so ist, Daumen hoch, Abonnent werden und wir sehen uns bald wieder.